Guten Abend. Naja, ihr kennt ja meinen Spruch, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und umgekehrt, wer viel weiß, der glaubt eben nicht so viel. Ich habe mir doch Gedanken gemacht, schon das ganze Wochenende, aus verschiedenen Gründen. Ich komme später drauf, lasst euch überraschen. Ich habe dieses Video ganz bewusst so genannt. Wer will eine neue, bessere Schule? Fangen wir mit der Grundschule an. Teil 1, Thema ist also die frühere Grundschule. Und jetzt sage ich mal Mathe und Deutsch zu Beginn der zweiten Klasse. Ich zeige euch das gleich, wie das funktioniert. Ein Beispiel einer Textaufgabe. Herbert wird im sechsten Stockwerk wohnen. Ilse zieht 5 Stockwerke höher als Herbert ein. In welchem Stockwerk wird Ilse wohnen? Ja gut, das ist jetzt keine schwierige Aufgabe für uns Erwachsene. Da werden wir auch sagen, ach, das kann mein Kind auch, ja, klar, natürlich. Warum nicht? Da steht aber nicht umsonst eine 8 davor. Achtens, das ist die 8. Aufgabe, also gleich zu Beginn. Und jetzt noch was. Jetzt guckt euch das mal an. Wieso habe ich Deutsch auch dazu geschrieben? Welches Kind kann heutzutage diesen Text im Zusammenhang komplett erstens flüssig lesen und zweitens auch noch den Sinn erfassen, weil es eben flüssig lesen kann. Vom ganz sauberen selber hinschreiben mal ganz abgesehen. Wie komme ich auch da drauf? Ich habe mir ein altes Buch, als ich früher in die Schule ging und in der zweiten Klasse war, dieses Buch, das habe ich mir mal geschnappt, Mathematik, zweite Klasse. Gut, wir wurden damals politisch beeinflusst, okay. Aber das werden wir ja heute auch, ne? Oberthema 3x4 ist 12. Und jetzt gleich zur ersten Innenseite, Lehrbuch für Klasse 2. Da steht aber noch 18 plus 5 ist 23. Das gliedert sich dann immer weiter. Das war von 1984. Allerdings, Moment, ach nee, das habe ich auf der nächsten Seite. Allerdings, Ausgabe, die hat sich nicht geändert. Von 1969. Das heißt, genau in dem Jahr, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich das Buch bei eBay ersteigert habe, genau in diesem Jahr war ich in der zweiten Klasse. Nee, nee, ach Gottes Willen. Nein, 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 nein. Da war ich schon ein bisschen ganz schön weiter. Na, ich bin ja alt. Okay. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist die Wiederholung. Addition und Subtraktion bis 100. Natürlich fängt man ganz einfach an. Am allerersten Tag 2 plus 2 und 7 minus 2 und so ein Kram, das geht noch alles einfach. Und da kommen aber schon die ersten Textaufgaben. Also will sagen, das müssen die Kinder so lösen oder mussten. Die Kinder ganz einfach so lösen, das mussten sie selber erlesen und verstehen. Und jetzt, kleine Überraschung, daran konnte ich mich kaum erinnern. Jetzt guckt euch das mal an. 3 plus a ist 5. Ganz einfache Gleichung mit Variablen. Aber nicht x, sondern a oder b oder. Wie wir später sehen werden, noch mehr. Oder einfach mal so A und B in einer Tabelle und dann hier ist die Summe einzutragen. Hier die Differenz und so weiter. Ich fand das bemerkenswert und mich wundert überhaupt nicht mehr, weshalb wir damals erstens in der ersten Klasse, und darauf will ich hinaus, nicht auf die zweite, in der ersten Klasse ganz sicher lesen und schreiben konnten. Ja, weil man uns das beigebracht hat. Wir konnten Weihnachten also schon lesen und schreiben. Lesen und schreiben, und zwar bis Z. Darauf hat unsere alte Lehrerin, Fräulein Walter, die wollte unbedingt mit Fräulein angeredet werden, auch geachtet. Ist aber logisch, ne, wenn solche Sachen hier gefordert werden. Und jetzt mit den Variablen geht es einfach weiter. A plus 3 ist 12, dann heißt es E, dann mal I, dann mal Z, Y und X. Vollkommen egal. Wir haben uns also frühzeitig an Variablen, nebenbei auch eine Voraussetzung, um Gleichungen zu lösen und Funktionen zu verstehen, gewöhnt. Bilde Gleichungen, die 8, die 7 und die 15, wie hängen die zusammen? Ja, da muss man aber ganz sicher im Kopf wissen, dass 8 plus 7 15 ist. Oder 19 minus 6 13. Oder 9 plus 7 16 ist. Das muss man sicher wissen. Wenn man da lange erst rätselt und mit den Fingern fummelt. Und hier, nebenbei, das ist Seite 4. Also es ging gleich los. Und wenn man da lange rätselt, ja, da wird es auch nicht besser. So, jetzt kommen wir mal zu den anderen Aufgaben. Das ist jetzt Seite 5. Und das war die Aufgabe, die ich euch vorgelesen habe, ne? Oder das neue Hochhaus wird 13 Stockwerke haben. 8 Stockwerke sind schon gebaut.
Wie viele Stockwerke müssen die Arbeiter noch bauen? Und so weiter und so fort. Oder hier mit anderen Variablen. Das war Wiederholung. Das musste sitzen. Könnt ihr euch vorstellen, was heute fehlt? Nochmal meine Ausgangsfrage. Wer will denn so eine bessere Schule, wo die Kinder von Anfang an sauber lesen und schreiben können? Also sauber lesen meine ich auch lesen in Form von schnell, flüssig, sinnerfassend, aber richtig schnell. Und alles das, was sie gelesen haben, auch schreiben können. Und zwar in einer sauberen Handschrift. Schulausgangsschrift genannt. Weil ich habe es ja immer wieder, ich habe das auch in ersten Klassen erlebt. Ich war manchmal in ersten Klassen, ich habe das gerne mal gemacht. Das geht teilweise. Die Kinder wollen lernen. Die sind ja stolz darauf, wenn sie richtig als Große gelten. Ha, ich kann auch schon lesen und schreiben. Und du? Du noch nicht so gut. Oder was auch immer, ne? Solche Sachen. Wir hatten auch von Anfang an Zensuren. Das war doch nicht schlimm. Und der Lehrer hatte die Aufgabe, wirklich die allerhoheitliche Aufgabe, jeden mitzunehmen. Und wenn er nachmittags sich nochmal hingesetzt hat, kostenlos natürlich, und mit dem Schüler das so lange eingeübt hat, bis er es auch verstanden hat. Und so weiter und so fort. Wer möchte gerne so eine neue und einfach wieder bessere Schule? Ich stelle dieses Video zur Diskussion frei, aber lasst jetzt den ganzen anderen politischen Kram, kein C-Thema, kein CO2-Thema, kein nichts anderes. Okay? Na dann, ich bin gespannt auf eure Antworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend, schlaft schön und ja, bis zum nächsten Video. Das werde ich auf jeden Fall fortsetzen, denn wir wissen, Bildung ist wichtig. Also jetzt zum Schluss, nichts mit Videobeschreibung, da ist nichts Besonderes drin. Und auch nicht extra Diskussionsvideo, sondern hier zum Thema. Wer sich nicht dran hält, fliegt raus. Also, beste Wünsche. Bis später. Tschüss.